Ja, wir sind das Ostercup Berlin-Moabit 2014 Team. Wir sind nicht ganz vollständig, weil noch einer fehlt. Das ist nämlich Jay Becker. Der ist übrigens auch von einem bekannten Verein in Moabit Vorstandsmitglied. Diesem bekannten Basketballverein, der hier die letzten Jahre für ein bisschen für Ruhe gesorgt hat. Und wir vier sozusagen zusammen organisieren, sage ich jetzt mal, vor und dahinter, hinter diesem Ostercup, die ganzen Gegebenheiten. Grundsätzlich ist es so, dass unser Team natürlich viel, viel größer ist. Ich sehe hier auch zwei Leute unseres Teams, die sitzen hier mit im Publikum. Es ist halt ein sehr, sehr großes Projekt, muss man einfach so sagen. Wir haben damit letztes Jahr angefangen und hätten ehrlich gesagt gar nicht erwartet, was auf uns zukommt oder dass es in so einem Maße auf uns zukommt. Letztes Jahr waren es halt auch schon knapp 60 Teams und wir haben, glaube ich, 2,5 Tage lang durchgearbeitet und richtig Spaß gehabt. Und es war halt wirklich, wirklich sehr, sehr anstrengend. Aber man muss auch ganz ehrlich grundsätzlich sagen, dass es sich wirklich gelohnt hat und auch rumgesprochen hat. Ja. Immerhin ist das Turnier von Kindern für Kinder. Das ist der Grund, warum wir auch mit der Telekom Ich Kann Das Initiative zusammenarbeiten, die uns sozusagen dieses Projekt möglich macht und, sage ich jetzt mal, auch mit ihrem Namen für dieses Turnier besteht. Grundsätzlich ist es so, dass wir ein sehr, sehr gutes Team haben, wo wir wirklich darauf stolz sein können. Und als letztes Jahr die Tage vorbei waren und Herr Demirkan weiß, wovon ich rede, oder Katrin weiß auch, wovon ich rede, war das zwar alles sehr, sehr anstrengend, aber irgendwie hat das Glücksgefühl überwogen. Und dementsprechend ist das ein sehr, sehr schönes Gefühl gewesen, dass wir da insgesamt für die, weiß ich nicht, knapp, letztes Jahr hatten wir ungefähr knapp 500 Gäste, die wirklich jetzt nicht nur aus Berlin kamen, sondern wirklich von woanders her kamen, die wir davon überzeugt haben und ein anständiges Turnier auf die Reihe gestellt haben. Dieses Jahr ist es so, dass wir das Ganze ein bisschen größer aufgebaut haben und probiert haben, insgesamt ein bisschen mehr Eventcharakter zu verteilen. Und deswegen würde ich vorschlagen, dass auch meine Kollegen irgendwann mal zu Wort kommen, dass wir das Ganze so splitten, dass wir so ein bisschen was über die Entstehung erzählen, dass wir dann so ein bisschen zu dem Potenzial des gesamten Turniers kommen, natürlich auch noch aktuelle Geschehnisse erklären und ja, am Ende habe ich eigentlich schon gesagt, so ein bisschen mehr auf diesen Eventcharakter zu sprechen kommen, weil wir wollen, dass dieses Turnier für Berlin oder, sage ich jetzt auch mal, für internationale Clubs, Basketballclubs, Freizeitclubs, die Interesse haben, zu solch einem internationalen Basketballturnier zu partizipieren, ein ganz großes Ereignis werden soll. Insgesamt kann man grundsätzlich sagen, dass es so 5, 6 richtig große internationale Turniere gibt und dabei sind Wien und Göteborg gerade aktuell absolute Spitzenreiter. Da waren wir auch selber schon und ich sage jetzt mal so, wir werden uns da nicht mit messen, aber wir versuchen halt unser eigenes Ding zu machen und gleichzeitig auf der anderen Seite in Berlin etwas Großes aufzubauen.